Und wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu einem kleinen Review, denn heute wollen wir uns Dropzone anschauen. Hierbei möchte ich sagen, dass dieses Video eine Produktplatzierung ist und ich von Dropzone unterstützt wurde. Aber diese Tatsache beeinflusst nicht die Meinung und die Sichtweise auf dieses Spiel. Und wenn man das Spiel definieren möchte, dann handelt es sich hierbei um ein Real-Time-Strategy-MOBA-Game, was außerdem Free-to-Play ist. Und jetzt werden einige sagen, oh mein Gott, noch ein MOBA. Na, der MOBA-Markt, der ist doch schon komplett überschwemmt, Maxim. Was sollen wir denn damit? Tja, auf diese Frage habe ich natürlich eine schöne Antwort, denn Dropzone kenne ich schon ein paar Monate. Um genau zu sein, ist es quasi ein Jahr her, denn da bin ich nämlich nach Karlsruhe zu den Entwicklern gefahren, na, zu Gameforge und den Sparky Pants. Und hierbei konnte ich das Spiel nicht nur testen, sondern auch mit den Entwicklern reden und auch den ein oder anderen Tipp geben, wie das Spiel funktioniert. Und ich muss sagen, dieses Spiel hat eine deutlich positive Entwicklung gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und wenn man das Spielgefühl zusammenfassen möchte, dann ist es eine Mischung aus League of Legends und StarCraft 2. Beides Spiele, die ich sehr viel gezockt habe. Das bedeutet, Dropzone hat einen sehr hohen kompetitiven Charakter. Ich durfte da letztes Jahr auch an einem Turnier dran teilnehmen, der gute Niklas und ich. Erfolg war jetzt ausgeblieben, aber das strategische Element dieses Spiels ist überragend. Es macht brutal viel Spaß. Naja, und für mich persönlich ist halt Spieltiefe und die Möglichkeit, auch in die ein oder anderen Zahlen einzutauchen, etwas sehr, sehr Entscheidendes. Und das bekommt Dropzone wunderbar hin. Schauen wir nun auf das Grundprinzip des Spiels. Na, worum geht es denn in Dropzone? Und hier kann man sagen, ihr befindet euch auf einem Schlachtfeld und kontrolliert drei sogenannte Rigs. Wenn man das mit LoL vergleichen würde, es sind quasi drei Champions plus hierbei drei Kampfmaschinen. Diese Kampfmaschinen haben auch unterschiedliche Spezialisierungen. Das bedeutet, es gibt den klassischen Tank, es gibt den Gunner, der für den Schaden verantwortlich ist, und den Mechanik, der eine unterstützende Rolle hat. Und zusätzlich gibt es nun einen Summoner, der quasi eine Art Mage darstellt. Als ich zu Besuch war, gab es diese Rolle noch nicht, deswegen finde ich das besonders interessant. Das Ziel des Spiels ist es hierbei, möglichst viele Punkte innerhalb von 15 Minuten zu erzielen. Das bedeutet, ihr spielt quasi nicht nur gegen einen Kontrahenten, sondern auch gegen die Uhr. Punkte können hierbei erzielt werden, indem man sogenannte Cores in das Zentrum der Karte bringt. Dazu müsst ihr alienhafte Kreaturen vernichten, die diese Cores beinhalten und diese dann entsprechend in die Mitte der Karte bringen und diese uploaden. Bei dem Upload-Prozess sind die Rigs sehr, sehr verwundbar und müssen natürlich entsprechend verteidigt werden. Es können jedoch auch Punkte erzielt werden, indem man kleine Missionen erledigt. Diese können zum Beispiel lauten, alle Türme einzunehmen und eine bessere Sicht zu haben oder eine bestimmte Anzahl von Bossen zu erledigen, die einem dann entsprechende Bonuspunkte geben. Ein entscheidender Punkt ist, dass Kills oder die Zerstörung anderer Rigs keine Erfahrung und keine Punkte geben. Denn selbstverständlich ist es wichtig, dass eure Rigs leveln, okay? Damit werden sie stärker und schalten mehr Fähigkeiten frei. Und die nötige Erfahrung erhaltet ihr durch die Zerstörung der Kawash. Das sind quasi alienartige Kreaturen, die quasi Nester haben und diese lassen sich erledigen und dafür bekommt man Erfahrung. Besonders viel XP geben dabei hier natürlich Bosse, die aber deutlich schwerer zu erledigen sind. Und durch das Leveln lassen sich die entsprechenden Rigs upgraden und schalten dann mehr Fähigkeiten in diesem Szenario frei. Kommen wir nun zu der strategischen Tiefe dieses Spiels. Und das ist, finde ich, das Besondere daran. Denn nicht nur haben die Rigs eine gewisse Rollenverteilung, die wir bereits aus anderen MOBA-Games kennen, sondern ihr könnt eure Kampfcrew selbst zusammenstellen. Das bedeutet, den Klassiker aus DPS, Support und Tank, den kennen wir ja bereits. Und er hat natürlich auch seine Funktionsweisen. Aber bei dem Gameforge-Event bei der ESL gab es zum Beispiel Versionen, wo man einen Supporter und zwei Gunner, also zwei DPS-Charaktere, rausgeholt hat und damit auch sehr erfolgreich war. Das heißt, die Teamzusammenstellung aus drei Rigs ist total in Ordnung. Am ersten Tag war sogar das Tank mir das sehr entscheidend und ich habe drei Tanks gespielt. War super nice. Neben dieser Zusammenstellung ist aber die Bewaffnung und die Ausstattung eurer Rigs super entscheidend und extrem nice, okay? Das war der Aspekt, wo ich, glaube ich, im Prinzip die meiste Spielzeit reingesteckt habe, weil ich wirklich nur in der Werkstatt war. Denn die Besonderheit bei der Ausrüstung der Rigs ist, dass ihr ihnen Waffen gebt und diese nicht nur Fähigkeiten darstellen, sondern im Prinzip auch euren Auto-Attack. Das heißt, wenn du als Fähigkeit einen Raketensalver abfeuern möchtest, ist dein Auto-Attack auch ein Raketenwerfer. Dieser hat natürlich eine entsprechende Range, Nachladezeit und so weiter. Bei den Rigs mit Reichweite sind aber die Ähnlichkeiten sehr groß. Änderungen bei den Tanks sind aber dramatischer Natur. Das heißt, es macht einen großen Einfluss, ob du einen Flammenwerfer dabei hast oder einen riesigen Stampfer. Denn die Auto-Attacks richten dann nicht nur viel AOE-Schaden an, sondern der Stampfer kann bereits auf Stufe 1 verwendet werden. Der Flammenwerfer hingegen, der nicht nur Gegner verschlagt und damit Bonusschaden anrichtet, kann zwar mit den Auto-Tags bereits verwendet werden und hat eine gute Reichweite, um jedoch die aktive zu benutzen, also den Flammenwerfer zu verstärken, musst du Level 2 haben. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, deinem Charakter bestimmte Waffen zu geben oder Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass der Gunner nicht nur einen Raketenwerfer hat, sondern ein besonderes Triebwerk, was ihn einen, sage ich mal, Dash-ähnlichen Effekt ermöglicht, sondern man muss auch darüber nachdenken, wann hat er denn den Dash? Wann kann man denn überhaupt diese Fähigkeit benutzen? Das heißt, ihr legt quasi in der Werkstatt, in der Vorbereitungsphase schon fest, wann eure Teamkomposition sehr stark ist. Das heißt, die Level-Up-Mechanik im Spiel ist extrem nice und hat eine hohe strategische Tiefe. Denn wenn ihr gerade dabei, die ganzen Aliens auseinanderzuschießen und ein Level aufsteigt, müsst ihr erstmal auswählen, wer das Level bekommt. Das heißt, ihr müsst auswählen, wen booste ich zuerst.
verteile ich meine Level gleichmäßig oder lasse ich den Support und den Tank auf Level 1 und versuche meinem Gunner, also dem DPS-Charakter, möglichst viel Level, damit auch Schaden und entsprechende Spells zur Verfügung zu stellen. Die Vorbereitung in der Werkstatt spiegelt dann eure Spielweise im Game wieder. Und hierbei haben wir bei dem Live-Event auch super viele Variationen gesehen. Ich persönlich habe mein erstes Level, was ich im Spiel erreiche, immer meinem Tank gegeben. Denn ich habe ihn hier mit einem Flammenwerfer und mit AOE-Schaden ausgestattet. Das heißt, sobald der Level 2 erreicht hat, hat er ohne Probleme alleine ein ganzes Camp bzw. ein ganzes Nest erledigt. Denn sobald der Levelaufstieg kam, zack, Flammenwerfer an, zack, AOE-Schaden an und er konnte selbstständig dieses Camp erledigen und meinem Team Erfahrung geben. Das heißt, bei diesem Spiel muss man schon vorher festlegen, okay, wie verteile ich denn meine Level? Und in welcher Spielphase sind meine Charaktere besonders stark? Denn selbstverständlich sind die besonders guten Fähigkeiten erst mit einem späteren Level verfügbar. Das gilt für die Bewaffnung bzw. für den Rumpf eurer Einheit, als auch für Softwareinstallation. Das heißt, jedes Rig hat nicht nur drei Fähigkeiten und eine Ultimate, die sich auch von Charakter zu Charakter unterscheidet, sondern man kann drei Softwareinstallationen vornehmen, die ebenfalls unterschiedliche Stärkungen und Wirkungen haben. Will ich mehr Reichweite auf meinen Spells haben? Will ich eine höhere Lebensregeneration haben? Brauche ich mehr Rüstung? Das sind alles Faktoren, die ihr vorher in euren Klassen einstellen könnt. Aber ganz wichtig, auch genau darum spielt. Das heißt, ein Gunner hat zum Beispiel die Möglichkeit, zwei verschiedene Triebwerke einzubauen. Die erste Version ist dabei auf Level 2 bereits freischaltbar. Das Problem an diesem Dash ist allerdings, er hat einen 30 Sekunden Cooldown. Solltet ihr den Antrieb nehmen, der erst ab Level 4 zur Verfügung ist, also sehr spät im Spiel, habt ihr aber die Möglichkeit, einen Dash zu haben, der jede 15 Sekunden funktioniert, also nur die halbe Abklingzeit hat. Und aus LoL wissen wir natürlich, ein DPS-Champion will dashen, der will sich bewegen, weil er sehr verwundbar ist, aber auch den Schaden rausdonnert. Bezogen auf die Ausrüstung gibt dieses Spiel einem eine übelst große Variation. Die Ausrüstung erarbeitet man sich dabei mit der Zeit. Aber ich persönlich habe einfach Stunden in der Werkstatt verbracht, um das perfekte Team zusammenzustellen. Soll mein Tank den Flammenwerfer haben und möglichst gut gegen die Kawash klarkommen? Oder will ich, dass mein Tank zum Beispiel einen Hook dabei hat? Und hier muss ich einen übelsten Pluspunkt an Dropzone aussprechen. Natürlich kennen wir die Hook-Mechanik eines Charakters, okay? Aber Dropzone hat sich gedacht, diesen Hook, den machen wir universal. Das heißt, wenn du einen Gegner triffst, ziehst du ihn ran. Solltest du ein großes Objekt treffen, zieht sich der Tank ran. Es ist also quasi ein Gap-Closer. Und das Schöne ist, dieser Hook lässt sich auch auf Verbündete einsetzen. Das heißt, du kannst deine Verbündeten aus der Gefahr rausziehen. So eine Herangehensweise an Spells und an strategischer Tiefe ist super nice, ist super geil. Liebe ich. Und hinzu kommen natürlich auch Zahlenspielerei. Wie viel Movement Speed will ich haben? Wie viel Tankiness? Wie viel DPS? Denn die Auswahl eines Antriebs spiegelt auch deine Tankiness wieder. Die geben einfach unterschiedliche HP-Werte und darauf muss man so ein bisschen achten. Tja, und jetzt muss man sich vorstellen, es gibt ja noch Strategien Endgame. Das heißt, gerade die Anfangsphase ist sehr entscheidend. Wo bewege ich meine Einheiten hin? Versuche ich möglichst um Objekte zu spielen, wie zum Beispiel die totale Sicht zu erlangen, um viele Bonuspunkte bereits mit einem Schlag zu bekommen? Versuche ich möglichst viel den Gegner zu stören und diesen anzugreifen? Oder sage ich mir, nein, ich muss möglichst viele Kreaturen vernichten, damit ich die XP bekomme, damit mein Level sehr hoch ist? Das heißt, auch hier muss die Entscheidung getroffen werden, wann will ich meine Cores, die ich einsammle, hochladen? Denn ein Rig kann einen Core durch die Gegend tragen, kann sogar Software verwenden, die dir Boni gibt, wenn du einen Core bei dir trägst. Das Problem ist, sollte die Einheit vernichtet werden, droppt die quasi den Core und andere können das einsammeln. Es muss also eine Balance gehalten werden zwischen, wann kämpfe ich, wann kümmere ich mich um Objekte? Wann versuche ich eher XP zu sammeln? Und wie ist natürlich meine Strategie aufgebaut? Habe ich meine Rigs so ausgestattet, dass sie gerade in der frühen Spielphase mit wenigen Leveln bereits effizient sind? Oder sage ich mir, ich muss bestimmte Ultimates freischalten, um dann wirklich effizient zu sein und die entsprechenden Fights zu gewinnen? Wenn der Gegner dabei gerade ist, einen Core hochzuladen, muss man nicht so oft in Panik verfallen, sondern kann sich sagen, okay, ich schlage dann später zurück. Es ist einfach der Wahnsinn. Und man muss ja dazu sagen, das Spiel ist ja auf 15 Minuten beschränkt. Es fühlt sich aber an, als wenn man einen 45 Minuten Dauersprint hinlegt. Weil du kontrollierst ja drei Rigs gleichzeitig mit den Spells, mit der Verteilung auf der Karte und so weiter und so fort. Das ist von der Belastung her auf absoluten StarCraft-Level. Bezogen aber auf die Spieldynamik, League of Legends super ähnlich. Das heißt, hier spielt Erfahrung, Cooldowns und die entsprechenden Level eine übel wichtige Rolle. Und das wird in Dropzone absolut vereint. Gut, kommen wir nun zu den Spielvarianten und den Features. Denn in Dropzone hat man in der Werkstatt die Möglichkeiten, verschiedene Rigs zu testen. Hierbei habe ich auch wieder 46 Jahre drin verbracht, okay? Das heißt, ihr könnt die Ausrüstung, die ihr eingebaut habt, auch ohne Probleme testen. Ihr könnt da leveln, ihr könnt die Cooldowns runtersetzen und so weiter und so fort. Super nice, habe ich 3 Tage drin verbracht. Die Ausrüstung kann man sich dabei durch das Spielen des Spiels erwirtschaften und natürlich durch das Öffnen von Kisten.
Selbstverständlich ist auch ein ausführliches Tutorial dabei. Das heißt, du wirst nicht nur in die Welt eingeladen, sondern sämtliche Rigs werden erklären. Es gibt sogar einzelne kleine Mini-Kampagnen zu den Rigs. Also du hast halt super viele Möglichkeiten, dich mit dem Spiel vertraut zu machen. Und die gehen hier wirklich Schritt für Schritt durch. Wenn du schon MOBA-Erfahrung hast, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen verzögert für dich. Aber wenn du ein absoluter Neuling bist, bist du beim Tutorial super aufgehoben. Tja, und außerdem habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten, das Spiel zu zocken. Das heißt, ihr könnt gegen die KI spielen, da auch entsprechend ein Level einstellen. Es gibt einen Ranked-Modus, der ab einem bestimmten Level erst freigeschaltet werden muss. Es gibt Normal Games und der wohl coolste Mode ist 3 gegen 3 und jeder steuert nur ein Rig. Das heißt, hier kann man auch sagen, dass man nur mit der KI zockt. Aber ich muss sagen, als ich mit 3 Menschen gegen 3 Menschen gezockt habe, war es insane, okay? Bei mir kam sofort dieses League of Legends Gefühl hoch und das Spiel hat eine ganz andere Dynamik bekommen. Das heißt, plötzlich fangen alle an zu kiten, spielen 1000-mal besser die einzelnen Charaktere und Rotation und so weiter kriegen natürlich eine ganz andere Dynamik. Wobei es natürlich auch einige Schattenseiten gab. Das heißt, es gab auch Situationen, wo Leute AFK gehen und ich einfach nur denke, alter Schwede. Was ist denn hier los? 3 gegen 3 ist ähnlich wie bei League of Legends ein absolutes emotionales Auf und Ab, aber es fühlt sich ganz anders und sehr MOBA-lastig an. Und das war für mich persönlich ein echt schönes Gefühl. Gut, kommen wir nun zu dem Gesamtfazit. Für mich persönlich ist Dropzone eine willkommene Abwechslung in dem gesättigten MOBA-Markt, okay? Es gibt einfach 1 Million verschiedene MOBA-Games. Hierbei wurde auf die entsprechenden Stärken und Schwächen von dem Strategie- als auch von dem MOBA-Genre eingegangen. Das heißt, ich habe eine enorm hohe strategische Tiefe, die sowohl StarCraft als auch League of Legends enthält. Und gerade im 1 gegen 1 ist Multitasking super wichtig, okay? Das heißt, viele Dinge gleichzeitig tun, wie es ein StarCraft-Spieler nun mal gewohnt ist, ist hier absolut enthalten. Aber natürlich mit der Dynamik eines League of Legends-Spielers, denn die einzelnen Charaktere müssen gut kontrolliert werden. Im 1 gegen 1-Mode fühlt sich jedes Spiel unglaublich intensiv an, okay? Es sind nur 15 Minuten, was eine kontrollierte Spielzeit bedeutet. Da freuen sich gerade Eventveranstalter, okay? Wenn es eine feste Zeit hat. Aber der Vorteil im 1 gegen 1 ist, du bist in der vollen Kontrolle, okay? Du bist derjenige, der schuld ist, wenn du verkackst. Du kannst keinen Blame. Du hast aber die volle Kontrolle über das Game. Das finde ich halt bei StarCraft und auch bei Tischtennis meinetwegen super geil. Liebe ich daran. Aber die Einstellung und Präzision der einzelnen Rigs, super wichtig. Gerade hier hat Gameforge eine übelst gute Arbeit gemacht, denn die Charaktere sind nicht mehr so clunky wie vorher. Mit Ausnahme des Tanks, aber das ist der Tank. Der hat gefälligst 90.000 Tonnen zu wiegen und clunky zu sein. Aber wenn er dich mal trifft, bist du tot. Dieses Spiel hat mir persönlich super Laune gemacht und gerade das 3 gegen 3 bringt nochmal dieses MOBA-Gefühl auf ein neues Level. Ich persönlich habe das Gefühl, dass Dropzone genau darauf geachtet hat, was kann jedes Genre besonders gut und man packt es hinein. Und entscheidend ist natürlich, dass einige Dinge vereinfacht wurden. Es gibt keinen Basenaufbau und die Ingame-Währung ist quasi XP. Es geht darum, möglichst schnell Erfahrung zu sammeln. Und das mit guten, intelligenten Rotationen und bezogen auf die eigene Komposition. Dropzone hat mir letztes Jahr schon gefallen und ich fand die Spielidee wirklich gut. Dieses Jahr haben sie mich absolut beeindruckt. Es ist halt wirklich ein solides Spiel, wo ich das Gefühl habe, ich könnte noch 10 Stunden weiter darüber reden. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Dropzone für die Unterstützung und die Ermöglichung, dieses Review zu machen. Und wünsche Ihnen natürlich viel Glück mit diesem Game in der kommenden Zukunft. Bis dahin aber einen wunderschönen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.